Kabinett war Andreas Bäumte, Uschi Nerke, Karl von Tiedemann, Karl Dall, Truckstop, Kurt Schulzke hier bei uns in der Finanzbehörde. Das Thema ist nicht Wirtschaftskrise und Bankenkrise. Das Thema ist Kunst und Kultur hier in unserem schönen Schumacherraum, Leo-Lippmann-Saal der Finanzbehörde. Herzlich willkommen. Wir haben eine. Ja, wir feiern ein Jahr Kunst im Gange. Das ist ja mal eine Idee gewesen, zu sagen, warum muss ein Behördengang eigentlich immer so grau und leer sein? Warum können wir nicht mal frische Farben, moderne Kunst an die Wände bringen und damit einfach Leben ins Geschehen? Und das ist passiert. Wir haben viele Ausstellungen in diesem einen Jahr gemacht. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eröffnen können, eine Ausstellung mit einem Künstler, den ich besonders verehre, Kurt Schulzke, den ich auch schon kenne in meiner vorigen Funktion als Stadtentwicklungssenator. Da haben wir eine Ausstellungsreihe Kunst im Turm, KIT oder KIT, wo er bereits auch sehr erfolgreich ausgestellt hat. Und jetzt schließt sich ja geradezu der Kreis. Kurt Schulzke in der Finanzbehörde, das passt zusammen wie die Faust aufs Auge, würde ich mal sagen. Ich finde es super, dass wir Hamburg und Norddeutschland und auch darüber hinaus interessante Persönlichkeiten hier sehen können. Wenn man sich umsieht, ganz toll, Helmut Schmidt, ich glaube Heidi Kabel ist das, Willy Brandt, Bruno Lindenberg, Wilhelm Wieben, vielleicht gibt es auch Künstler oder beziehungsweise Abgebildete, die auch hier sind heute. Ich freue mich riesig, dass wir die Chance haben, mit Kurt Schulzke auch diese Pop-Art der besonderen Qualität hier in unserem Hause präsentieren zu können. Wir haben bewusst gesagt, mitten im Herzen der Stadt, am Gänsemarkt, ist es gut, Kunst zu zeigen, weil wir ganz viele Menschen haben an der Finanzbehörde, die kommen wegen aller Gründe her, aber nicht um Kunst zu sehen. Und die überraschen wir jetzt und sagen, wir sind gar nicht so, ihr Finanzer, sondern wir sind hier mitten im wahren Leben. Und das Bühnenleben ist aus meiner Sicht eine Mischung, erstens natürlich aus Stabilität im Leben, aber auch aus Kunst und Kultur. Ohne Kunst und Kultur ist alles nichts. Und deshalb müssen wir diese Elemente mischen, besonders da, wo man sie nicht erwartet, da, wo viel mit Geld und Finanzen gearbeitet wird, dass auch da kann man Kunst präsentieren. Und übrigens, das hat Kurt Schulzke schon gesagt, nicht nur Künstler werden hier präsentiert, die einen Namen haben, sondern auch ganz unbekannte Künstler, die aus unserem Hause kommen. Wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber künstlerisch aktiv sind und die sich in vielen Gängen hier wiederfinden in unserem Hause. Und ich finde das einfach herrlich und gut, dass wir Menschen haben, die tagsüber über ganz viele Zahlenkolonnen bewegen, aber abends oder am Wochenende in eine ganz andere Welt eintauchen können. Ich glaube, man wird dann besser, wenn man nicht immer nur im eigenen Saft schmort, sondern wenn man auch mal aussteigen kann, so ein Fenster für seine Seele hat, wo man was ganz anderes macht. Ich glaube, dann ist man einfach auch besser drauf, man arbeitet letztlich entspannter und letztlich in besserer Qualität, wenn man auch mal was anderes. Deshalb, meine Damen und Herren, freue ich mich ganz besonders, dass wir heute nicht nur einen prominenten Maler haben, sondern eben auch so viele prominente Gäste. Ich glaube, so eine Kombination hatten wir hier noch nie, muss ich wirklich sagen. In diesem Raum sind viele Veranstaltungen gemacht worden. Ich bitte, wir öffnen uns richtig jetzt den Menschen und auch eine Finanzbehörde kann etwas Populäres sein. Und Pop-Art ist Popular Art, das ist Farbenfreude, das ist Gestaltungsausdruck, aber so, dass man die Porträtierten auch mal erkennen kann. In der Kombination finde ich das besonders gut. Und ich glaube, mit Frau Schulzke haben wir den Vertreter der Pop-Art hier bei uns im Hause. Wir freuen uns darüber sehr. Die Ausstellung wird ja eine ganze Weile dauern. Sie wird täglich außer an den Wochenenden geöffnet sein. Wir wollen auch ein Forum bilden, dass viele Menschen sich hier treffen, auch wenn sie gar nichts mit Finanzen am Hut haben, sondern weil sie einfach nur Kunst genießen wollen. Dafür bildet unser Haus ein Forum. Ich freue mich sehr, wünsche der heutigen Veranstaltung, insbesondere der Verleihung der Norb Awards, einen erfolgreichen Verlauf. Ich glaube, dass wir uns freuen, dass wir prominente Preisträger haben. Verraten darf ich das natürlich noch nicht, obwohl das in der Presse stand. Aber will ich mich mal zurückhalten. Das hier heute ist mit Abstand, können Sie mir glauben, mein schönster Termin. Das können wir gerne mal. Nachher Steffens,
Treffens wird die Laudatio auf Kurt Schulz gemacht. Schönen Abend.